Hallo, herzlich willkommen an Bord der White Flag. Ich und den Tobi haben ein bisschen Landurlaub gemacht. Oh, Captain, die Einheimischen haben mit mir gesprochen. Sie wollen nicht, dass wir auf dieser Insel bleiben. Ach ja, dann werden wir. War's das mit dem? Nee. Okay. Ja, liebe Leute, ich habe ganz plötzlich in mein Inventar einen Brief gefunden, einen mysteriösen Brief hier. Captain, war der nicht von dem anderen Captain, der ihn noch Geld geschuldet hat? Es glimmert, ich habe es gefunden, also es ist mein. Es glimmert und flimmert, welch kostbarer Glanz auf Thieves Haven zu einem Freudentanz. Dann werden wir mal nach Thieves Haven fahren. Was meinen Sie, Mr. Tobi? Wo ist denn Thieves Haven? Haben wir noch. Keine Ahnung, Captain. Thieves oh, Haven. Ist das Steuerbord noch ein Schiff? Ich sehe ein Mast. Steuerbord. Okay. Genau, das war in der letzten Folge nämlich auch noch mein großer Plan. Und da ich jetzt auch gerade Thieves Haven nicht finde. Soll ich den Anker lichten? Auf die Schnelle. Ja, Anker bitte lichten, Mr. Tobi. Auf Steuerbord ist das Schiff, sagten Sie? Ja. Drehen Sie... Ach, okay. Dann drehen wir erstmal die Segel in den Wind. Ach so. Man kriegt das immer so spät raus. Wir wollen einen großartigen Piratenbund gründen und sehen hier immer wieder eine Schaluppe. Alle dürfen rein, außer Untote. Ja, es ist rassistisch. Aber ich bitte euch, Untote sind auch irgendwie unheimlich. Und sie schmiefen. Und sie schmiefen. Was bedeutet schmiefen? Schmiefen. Weiter auf Steuerbord, da ist das Schiff, oder? Nee, wir müssen links, jetzt links halt, wir müssen um diesen Felsen rum. Ich sehe keinen Felsen. Links, hinter uns ist der schon. Ach so, um diesen Felsen. Hard Backboard. Wir werden diesen Piratenbund gründen und finden, während wir das tun, finden wir immer wieder tolle Schätze. Der Wellengang ist sehr hoch, ich sehe leider gar nicht. Ich gehe auf den Ausguck. So, ja genau, jetzt gerade aushalten. Sehen Sie die Insel da, Captain? Auf 12? Weit entfernt. Ja. Nö. Okay. Da auf einen, also neben der Insel. Ja, das ist okay. Das Boot. Man kann hier oben so Flaggen machen, aber ich weiß nicht. Oh, es gibt eine weiße Flagge. Es gibt eine Schachflagge. Es gibt eine Ratte. Es gibt eine Regenbogenflagge. Bitte die Regenbogenflagge setzen. Wir kommen in Frieden und Freundschaft. Regenbogenflagge gesetzt. Sind die Kanonen geladen? Für den Fall der Fälle, für den Fall der Fälle, Mann. Captain, ich werde das checken. Ich kann das Schiff jetzt auch sehen. Kanonen geladen, Captain. Gut, nur zur Sicherheit, nur zur Sicherheit. Aber Mr. Tobi, schauen Sie bitte einmal unter das Deck, ob wir wieder mit Wasser volllaufen. Möchte keine böse Überraschung erleben. Nein, Captain. Trocken wie ein Babyhintern. Sehr gut. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, Babyhintern sind nicht immer trocken. Captain, ich ziehe mal das Segel an. Ja, bitte. Tun Sie das. Und dann machen Sie sich bereit, den Anker zu setzen. Machen Sie sich bereit, einen Freudenschuss von einer Kanone abzufeuern, um zu signalisieren, dass wir in Frieden kommen. Ja.
Captain. Fertig machen zum Ankern, aber noch nicht. Noch nicht. Ich will noch ein bisschen heran. Ich will so hinter ihnen stehen, dass wenn sie wegfahren, wir sie direkt aufs Korn nehmen können. Dann müssen sie noch ein bisschen... Ja. Anker werfen. Danke. Anker werfen. Ja. Zum Schiff. Oh, der hat eine Riesenkanone errichtet hier von uns. Hallo! Ho, 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 we come in peace! We want in... I cannot hear you. We're friendly. We too. Wie zeige ich das an? R, glaube ich. Okay. Ja, der klaut uns was. Der hat einen Papagei. Ich gehe mal auf ihr Schiff. Okay, Captain. Hallo, can you hear me? Können Sie mich hören? Ah, auf E, auf E. Ja. Hey, der hat glaube ich einen Schädel. Die haben hier gar nichts. Ein bisschen Bretter. Okay, er kommt wieder rüber. Er hat einen Papagei. Der hat uns einen Schädel geklaut. Nein, nein, okay. Der hat ihn wieder hingelegt, aber er hat ihn in der Hand. Ich dachte, ey, wo hat er den Schädel her? Ich biete ihm ein Willkommensgeschenk an. Der sieht echt cool aus. Wie heißt der? Ich glaube, das sind diese Reaper, sind das. Von der Schippe Springer. Okay. Ja, da wir nicht mit ihnen kommunizieren können, würde ich sagen, das war ja nett. Strategie, was wollen wir tun? Lava birds like yes. Kann man ja auch irgendwo schreiben? Okay. Ich glaube, die hören uns eigentlich auch so. Ja, yeah, you should hear us. Can you hear us? Say I. Okay. Ja, und ab, das wird mir jetzt zu langweilig. Okay, was wollte ich denn jetzt? Wie mache ich denn das jetzt hier? Wie kann ich denn kommunizieren? Hey! Ja, jetzt habe ich's. Hey, gedrückt halten und wanna build a brotherhood of Pirate, are you in? Okay. Na, bin ich ein Botschafter des Friedens oder bin ich ein Botschafter des Friedens? Okay, die... Okay, die hauen ab. Tja, dann... Wie schwell ich denn nochmal aus? Das, ah, okay. Mehr? Wir haben alles probiert, hä? Verzeihung. War nicht schlecht. Aber der eine ist, glaube ich... Der eine ist Niederländer. Ja. Wahrscheinlich verstehen sie uns also auch. Bedankt. Oh oh, sie haben die Kanone genau auf uns ausgerichtet. Warum? Ist da jemand an der Kanone? Wie sage ich denn bedankt? Ups, ich wollte nicht an die Kanone. Okay, Anker lichten wir auch ab.
Wir haben jetzt die Bruderschaft der Piraten hiermit gegründet. Okay. Damit haben wir die Bruderschaft der Piraten aufgelöst. Okay, ich bin auf dem Weg. Kämpfen! Jetzt wird gekämpft! Die Bruderschaft der Piraten. Wunderbar. Sind Sie auch tot, Mr. Tobi? Beschreiben Sie mir, was passiert. Ah, Sie haben ihn getötet. Den einen getötet, aber... Oh, oh, jetzt hat er die Kanone ausgerichtet. Scheiße, Mann! Okay, ich bin schon wieder da. Dann werden wir sie wohl versenken müssen, nicht wahr? Jetzt bin ich tot. Ich glaube, wir sind versenkt. Ich wollte ihn da runterballern, aber... Okay. Ja, ich schieße sie gerade. Oh Mist, ich habe keine Kanonen mehr. Wir haben schon mehrere Treffer kassiert. Ich brauche Ihre Hilfe, Mr. Tobi. Ja, ich komme gerade aus dem Grab. Ich mache gerade das Schiff leer. Wir setzen die Segel. Warum ist der Anker noch nicht gesetzt? Ja, weil... der mich angegriffen hat. Achso, okay. Machen Sie das Schiff weiter leer. Die gehen unter. Die gehen unter. Ja, Mann, die gehen unter. Anker gesetzt. Anker, wir sind gleich frei. Der ist hier wieder an Bord gekommen. Mist, ich bin tot. Die Säcke. Schweine, Piratenpack. Halten Sie durch! Nein, ich bin tot. Ich habe den einen noch gekillt, aber... Okay. Ja, das Ende der Piratenbruderschaft. Wir sinken, Sie sinken. So ist es wohl. Und woran liegt es? An mangelnder Kommunikation. Ich glaube, daran liegt es nicht. Los! Wieder an Bord. Wir wollen sehen, was von unserem Schiff noch zu retten ist. Ja, woran hat die legen, ne? Das fragen wir sie dann nachher. Hey, wenn die entern, dann musst du gegen die kämpfen. Hey, das ist unser Schiff. Captain. Aber wir haben sie auch... Wir haben sie auch... Versenkt. Wir haben ihnen wenigstens den Rasen kaputt getreten. Naja, wir sind eher so die auf Distanz, die Kanonentypen, ne? Du! Aber der andere war auch drauf, deswegen den einen habe ich platt gemacht und der andere hat mich dann platt gemacht. Captain, ja. Da sind ein paar Fässer, die könnten wir noch aus. Wo? Räumen. Auf der Insel. Ah ja, sehr gut. Haben wir noch so eine Lagerkiste? Nee, ne? Alles weg. Nein, das ist alles weg. Alles weg. Dann lassen wir hier mal die Holzbretter drin. Ich, gehen Sie schon mal nach vor, Mr. Tobi? Was heißt vor? Ja, liebe Leute, das ist erstmal der Piratenbund gewesen. die Bruderschaft der Piraten war das. 5 Minuten, wo soll ich vorgehen? Ich glaube weniger. Auf die Insel, einmal gucken. Ich will mich nur einmal umsehen, ob hier vielleicht ich irgendwo das Schiff nochmal sehe. Einfach nur aus Sicherheit. Denn diesen verfluchten Piraten ist nicht zu trauen. Ja, das haben wir gemerkt. Das war die Insel, auf der wir eben waren. Ist das Paradise Island? Nee. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin gerade runtergefallen und habe mir dabei sehr weh getan. Was ich mich immer frage, man kann doch irgendwo auch tanzen, aber ich weiß nicht wo. Ich glaube, da muss jemand Musik zu spielen.
Können es gleich gerne mal ausprobieren, wenn Sie tanzen wollen, Mr. Tobi. Ein Siegestänzchen, naja, Naja, also auf jeden Fall. Einigen wir uns auf Unentschieden. Ja, ich könnte mich da auch gut auf ein Unentschieden einigen, denn die müssen jetzt auch irgendwo ihr Boot wiederholen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Haben Sie hier schon alles gelootet? Ja, wahrscheinlich. Aber da rechts sind noch. Gehe rechts auf die andere Insel rüber. Da sind noch Sachen. So, ich dachte, das wäre eine Insel. Deswegen war ich jetzt verwirrt. Eine Kokosnuss. Und ein paar Bananen. Oh Mist. Keine große Ausbeute. Aber hier ist ja, da ist ja auf Steuerbord des Schiffes ist ja noch eine weitere Insel. Wenn wir die mal anlaufen. Hast du den voll in den Rumpf rein? Ich hab, die sind untergegangen, ich bin mir sehr sicher. Ja, ja. Ich glaube, die wären nicht rübergekommen, wenn nicht klar gewesen wäre, dass die untergegangen wären. Nee, ich glaube, die sind untergegangen. Ja, sehr schön. So, wir wollen Thief Haven. Da wollen wir doch hin. Ist das auch Steuerbord? Ich lad mal die Kanonen durch. Es ist ein bisschen gefährlich hier, Captain. Ja. So gefährlich auch wieder nicht. Thief's Haven. Sag mal her. Es glimmert und flimmert, welch kostbarer Glanz. Auf Thief's Haven tu ein Freudentanz. Okay. Ja. Und dazu müssen wir wissen, wie man tanzt, Captain. Ankerlichten? Ja, dann üben wir das doch jetzt mal. Schneller! Schneller! Wieso lösen Sie denn jetzt den Anker? Ich dachte, wir wollten gucken, wie man tanzt. Ja, das können wir doch, wenn das Schiff fährt. Ja. Wir wissen doch alle, was passiert, wenn das Schiff fährt. Panik! 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 Nein, die Panik kommt erst im letzten Moment, wenn wir merken, worauf wir zusteuern. Also ich weiß schon, wie ich diese Folge nennen werde. Die Bruderschaft der Piraten. Okay, Captain, Sie wissen, wo wir hin müssen? Ja, Steuerbord. Captain, da ist ein Fels, ne? Steuerbord. Ja, keine Sorge, den habe ich schon längst umschippert. So. Tanzen Sie! Mach mal Rechtsklick irgendwie oder so, oder? Das sah sehr grimmig aus. Thief's Haven. Captain. Ja, fertig machen für den Anker? Noch nicht. Ich sehe leider nichts. Ziehen Sie den Anker, wenn Sie meinen, wir sind nah genug dran. Ja, Captain, ein bisschen mehr Backbord. Backbord. Ich glaube, hier ist keine gute Anlegestelle. Sollen wir um die Insel einmal rum? Ja, okay. Ja, ein bisschen, oder zumindest weiter. Jetzt wieder Steuerbord einschwenken. Jo. Das sieht auch nicht nach einer guten Anlegestelle aus, wenn Sie mich fragen. Da hinten könnte was kommen. Da, wo das andere Boot untergegangen zu sein scheint. Ja, wir müssen noch mehr Steuerbord, oder? Ja, ich bin voll eingedreht. Ziehen Sie mal das Vordersegel ein. Okay, gegenlenken. Da hinten ist ein Boot, ein kleines Freiboot. Oh, da leuchtet was im Strand. Ja, da leuchtet und glitzert irgendwie. Okay, ich mache mich bereit für den Anker, ne? Ja. Haben wir nicht schon mal? Okay, Anker setzen. Oh, da ist voll viel. So! Haben Sie Munition und so? Mr. Tobi? Weiß nicht. Wahrscheinlich, oder? Müsste auch munitioniert sein. Eine Flaschenpost habe ich gefunden, aber das ist wahrscheinlich nur eine neue Mission, nicht wahr? Ja. Ja. Hier ist eine Rumkiste.
Also, wir machen hier ein bisschen Landurlaub. Heißt, wir plündern alles und nehmen alles mit, was wir finden. Oh ja, das ist gut. So nennen wir Landurlaub. Hier sind so viele, was glänzt. Ich hole mal das Ruderboot hier. Naja, scheint ja eine friedliche Insel zu sein. Oh, hier ist irgendwas auf dem Stein gemalt. Blaue Wellen, ein Mann, der anscheinend Speerfischen macht und ein Fisch. Ja. Gut. Naja. So ruhig scheint die Insel dann doch nicht zu sein. Tja, hier muss man klettern können, du dummes Skelett. Was ist das? Mr. Tobi, sind Sie noch an Bord? Ein bisschen. Machen Sie ihn da. Warten Sie, dass ich Sie mit dem Ruderboot abhole, oder was? Nein, Captain. Dann frage ich mich, Mr. Tobi, was tun Sie dort? Wenn der Strand nicht zum Piraten kommt, dann muss der Pirat eben zum Strand kommen, Captain. Ich habe keine Ahnung, was Sie mir damit sagen wollen. Soll ich... Dann gucken Sie mal auf Achtern. Aber hier ist echt schlecht zum Anlanden. Erzählen Sie das hier im Schiff, Captain. Ja, was sollten wir jetzt hier machen, Captain? Wir müssen was Blinkendes suchen, verflucht. Ich glaube nicht, dass wir was Blinkendes finden. Ich habe schon zwei blinkende Sachen gesehen, ich war aber voll mit der Rumkiste. Ich habe eine Sache schon an Bord geholt, Captain. Ja, sehr gut. Eine Obstkiste habe ich gefunden. Wir können da rein. Da reinfahren. Oh, hier ist eine Höhle. Ja, ja, hier sind schon viele tolle Sachen. Captain! Was ist los? Da hinten sind noch Fässer, vielleicht sollte man die noch erst looten. Ist ja gar nichts mehr drin. Tja, vielleicht hat die schon eine gelootet, Captain. Was war das? Da ist ein Phantom aufgetaucht, Captain. Oh. Hinter ihm. Ich habe ihm eine Kugel verpasst. In seinen nicht vorhandenen Wanst. Oh. Hören Sie das? Nein. Wissen Sie, was das heißt? Meine Pistole ist leer. Okay, dann heißt es jetzt. Zurück zum Schiff, oder? Kann ich denn hier. Kann ich denn hier nicht anschieben? Ich glaube, man kann auch andersrum rudern. Wenn du Q und E drückst oder so. Hier sind überall diese Fische, sehen Sie das, Mr. Tobi? Ja, dafür, Captain, hat man so eine Angel. Nein! Verstehen mich mal. Was wieder nein. Völlig falsch. Thank you.
Uiuiuiui. Eben mal kurz neue Muni holen. Sollten wir einfach wieder auf die Insel fahren? Ja, ne? Ich habe hier noch ganz viele Kanonenkugeln und so drin. Ja, die können wir auch das nächste Mal. Im Boot. Aber die Frage ist doch, was machen wir auf dieser... Na, da führt uns die Quest hin. Wir haben einen Auftrag vor in diesem Piratenkäppen. Dann müssen wir denn? Glitzert und blinkt. Die überhaupt nicht ihre Verwirrung. Ich kann ja nochmal bei dem Mission gucken, vielleicht steht da jetzt ja mehr. Oh, es steht mehr. Das Grab des Ausgräbers hoch oben gen Westen, ein uraltes Geheimnis bewahrt, das nur das Licht der Flamme offenbart. Ich würde mal sagen, ganz nach oben Richtung Westen. Ah? Klingt ominös. Nehmen Sie mit mir das Ruderboot? Hey, Captain. Auch ein Stück. Warum ist das denn immer so? Haben Sie mal Ihren Kompass kurz? Wo ist denn Westen? Westen ist genau da, wo wir ihn verlassen haben. Gegenüber von Osten. Westen ist nicht... Ich sehe Sie, Sie können ruhig mal in die Richtung gucken. Da ist Westen, also aufs Meer raus. Okay. Steuerbord. Also vielleicht ist das, was wir suchen, direkt hier oben auf den Felsen. Wir landen hier vorne an. Ich habe das Gefühl, Sie vertrauen meinen Ruderkenntnissen nicht. Was für Kenntnisse, Captain? Auch wieder wahr. Ich dachte nur, dann kann ich vielleicht ein bisschen, dann geht es vielleicht schneller. Hier liegt ein Buch, Captain. Schon gesehen. Entdecke Niederlage Trauer, getränkte Blut des Diebes. Die Inferno hat den Schleier durchbrochen, möge sie immerfort diese verwunschenen Gefilde durchkreuzen. Der Captain überdauert, seine Lebenskraft kehrt zurück, seine Karte hart, nun wieder den beherzen. Rätselhafte Karte nehmen. Oh. Captain, hier ist eine Schüssel. Nehmen Sie mal Ihre Laterne und gucken Sie mal, ob Sie da was anzünden können. Ne, kann man nichts. Vielleicht muss man da so eine Brandbombe reinwerfen, aber ich habe keinen dabei. Wir finden, werden schon welche finden. Los, gehen wir weiter. Ich habe noch welche. Im Boot. Hier ist eine Insel, die. Hier ist was markiert. Ach, Mist. Okay, da ist. Ein Schiff liegt hier in der Mitte. Hier ist so ein natürlicher Hafen. Mehr oder weniger. Ja, liebe Leute, was bei diesem Hafen, was mit diesem Hafen auf sich hat, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was sagt ihr denn zum Piratenbund? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haben Sie da geschossen? Quasi. Was haben Sie denn getan? Ich habe so Bomben da reingeworfen, aber okay. Das sind Explosionsbomben. Nun denn, wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Leute. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.